Die Universität von Donetsk ist russischen Angaben zufolge bei einem ukrainischen Angriff mit Streumunition getroffen worden. Ein Gebäude sei dabei in Brand geraten, schreibt der von Russland eingesetzte Bürgermeister der Stadt, Alexei Kulemsin, auf Telegram. Da das Dach aus Holz bestehe, weite sich das Feuer schnell aus, erklärte der ebenfalls von Russland eingesetzte Krisenminister für die Region, Alexei Kostrubitsky. Beide Seiten dementieren, Zivilisten und zivile Infrastruktur anzugreifen. Die Ukraine hingegen berichtete von russischen Angriffen. In der Nacht zu Sonntag seien zahlreiche Luftangriffe auf die Ukraine verübt worden. In mehreren Wellen seien insgesamt 70 Waffen unterschiedlicher Art eingesetzt worden, teilte die ukrainische Luftwaffe mit. Die ukrainische Luftabwehr habe 30 der 40 Marschflugkörper zerstört, sowie alle 27 eingesetzten Shahed-Drohnen. Russland habe auch 3 Hyperschallraketen abgefeuert. Weitere Informationen dazu gab es nicht. Angaben aus dem Kriegsgebiet lassen sich zum größten Teil nicht unabhängig überprüfen.